Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen, aber feinen Mod-Vorstellung von einer schönen Class Quadrant 3200, also die 3200 sagen wir mal. Na, wir gucken uns sie zuerst wie immer mal im Shop kurz an. Ja, es ist eine Quadrant 3200 plus die Nadeln quasi hier. Sie hat Unterhaltskosten von 110 Euro am Tag, kann Stroh, Gerste wie Raps, ach Gerste wie Weizenstroh und natürlich Gras einsammeln. Empfohlen mit einer Leistung von 169 kW, 230 PS. Ich besitze eine, das ist klar. Ja, kosten tut sie 126.000. Hier ist ein gutes Stück. Ich habe da so ein, zwei, drei kleine Vermutungen. Und zwar, dass da extrem viele Sonnen im GE vergessen wurden. Weil es laggt, wenn ich auf das Modell gucke. Wenn ich nach hier gucke, alles cool. Gucke ich nach hier hin. Ich habe auch aktuell, glaube ich, irgendwas nur mit, ja, gerade mal 90 PS, ach FPS. Das ist nicht der Yellow-Rumseck. Also ich gucke mir das gleich nochmal im GE an. Ich schätze mal, der hat da einige Sonnen vergessen, der das Ding modelliert hat hier. Oder umgebaut hat quasi. Na, wir gucken uns das an. Hut anmachen. So, wir haben eigentlich nicht viel Auswahl, leider. Außer quasi die Maus-Control. Quasi, wir können die einzelnen, läuft man hier, genau, mit der rechten Maustaste können wir die Presse heben an der Deichsel rauf und runter, womit eher die Welle mitgeht, ne? Die Welle geht mit und die Deichsel zieht nach. Na egal. Okay, mit der linken Maustaste. Okay, Maus nach links. Lassen wir ihn hier ab. Und Maus runter. Oh, er geht ein bisschen langsamer. Lassen wir ihn hier ab. Alles klar. So. Jetzt können wir nämlich hier mit heben und senken. Okay, wir lassen es mal komplett ab, aber wir wollen jetzt das Gras einsammeln. So. Ich habe hier den Rand, das habe ich mit Curseplay mähen lassen im Stream noch. Das war jetzt die einzige Mittefläche, die ich hatte. Also entschuldigt bitte, wenn hier ein kleiner Rand steht. Wir können aber jetzt mal. So, okay. Animation für Gras ist leider nicht gegeben, sehe ich. Wir hatten gerade nur eine kurze Stroh-Animation, was aber nicht weiter schlimm ist. Er sammelt das Stroh sauber und ordentlich auf, auch das Gras, sammelt er ordentlich auf, schön. Er lässt nichts zurück, der Rand arbeitet auch sehr schön. Und hinten kommt, wie ihr seht, schon der erste Ballen raus. So an sich. Triggermäßig. Ja, lol, läuft. Hier oben ist eine 3-Punkt-Kupplung verbaut. Ach, ein 3-Punkt-Attacher verbaut, ist auch nicht schlecht. Läuft auf jeden Fall. Ne, Ballen kommen raus, ganz normale weiße Ballen, wie ihr sie kennt. Ja, kann man mal downloaden. Ist auch real, vor allem ist kein Fantasy-Mod. Das heißt, es gibt ihn wirklich. Ja, ich sag danke fürs Zuschauen. Viel Spaß bei der nächsten Mod-Vorstellung, euer Kali.